Ja, ich denke, unfassbar geil. Das sind genau die passenden Worte, die auf uns auf jeden Fall, wir fangen nochmal neu an. Ja, ich denke, wir waren hier von der ersten Minute ja, die bessere Mannschaft, meiner Meinung nach. Wir haben Druck gemacht, wir haben uns Chancen erarbeitet, kriegen dann ein unglückliches Tor. Ja, aber ich denke, wir sind aus der Halbzeit dann wieder sehr gut rausgekommen, haben weiter Druck gemacht und dann meiner Meinung nach auch sehr verdient gewonnen. Durch eine Standardsituation sind wir in den Rückstand geraten, was Bielefeld natürlich so ein bisschen in die Karten gespielt hat. Aber ich sag mal, erste Halbzeit war es auch nicht verkehrt und nicht schlecht von uns, in der Offensive immer ein bisschen Druck zu machen. Im Endeffekt, ja, durch super Tore von uns kommen wir auf die Gewinnerstraße. Ist einfach nur super geil. Super geil. Ja, wir haben gewonnen. Also habe ich schon vor dem Spiel gesagt. Für mich, ja, alle sagen ein Derby. Für mich ist so, ja, ein normales Spiel mit einer guten Atmosphäre, ausverkauftes Stadion. Aber ich denke, Derby bedeutet für die Fans. Und heute, ich denke, überglücklich. Für die Fans, für den ganzen Verein, weil ich weiß, seit ich jetzt mehr als 2 Jahre hier, mein 9. Derby habe ich noch nicht verloren und ich weiß, dass eine große Bedeutung für die Fans und für den Verein. Also heute, ja, ich bin einfach überglücklich, dass wir gewonnen haben. Es freut mich heute riesig für das ganze Team und für den ganzen Verein. Ich denke, die Woche über war nicht einfach mit allen Vorkommnissen und ja, ich bin froh, dass wir heute 3 Punkte einfahren konnten und wieder als Derby-Sieger vom Platz gegangen sind. Ja, natürlich versucht man, wenn man reinkommt, alles zu machen. Und natürlich ist es nicht immer einfach, immer auf der Bank anzufangen. Aber wenn es so funktioniert und wenn ich immer reinkomme und Tor schieße, warum nicht? Ich glaube, auch wenn nicht alle so gerade im Angriff vielleicht nicht ganz auf Top waren, zeigt die Mannschaft doch, dass sie gerade unsere Abgänge immer besser verkraften und dass wir an Torgefahr gewinnen. Und wie gesagt, momentan waren das aber, für mich ist einfach wichtig, dass wir immer möglichst die Spiele beherzt angehen, Punkte mitnehmen. Heute haben wir wieder so ein Derby gewonnen. Ich glaube, da spielen die Jungs sich auch wieder in die Herzen der Fans. Und das ist erstmal das Entscheidende. Eine fantastische Kulisse hier. Das ist für jeden Fußballer und natürlich auch für uns Trainer das Größte. Wir haben schon die Bier kalt gestellt, hatten schon gefeiert. Das Spiel war sowieso vorbei. Nein. Natürlich ist das so ein Spielabbruch für keinen Gast, der hier im Stadion ist, schön. Das müssen wir ganz klar uns davon distanzieren. Und sportlich gesehen muss man sich immer auf dem höchsten Punkt, auf dem richtig guten Niveau begeben. Und da müssen wir natürlich auch in der Kabine damit umgehen. Wir haben in der Kabine gesessen, haben nochmal Kräfte getankt, was wir jetzt in den letzten 25, 30 Minuten gemacht haben. Wir haben gesagt, wir wollen dieses 3-1 halten, wir wollen kein Gegentor mehr kassieren, weil dann kommt Bielefeld vielleicht nochmal zurück. Im Endeffekt haben wir nichts mehr zugelassen und das spricht für die Situation, dass wir uns wirklich eingeschworen haben, heute 3 Punkte zu holen. Wir müssen Woche für Woche, egal ob es jetzt ein Derby ist oder so, müssen wir unsere Leistung abrufen und wir haben die Qualität. Also ich meine, das sieht man, glaube ich, auch. Und wenn das dann ganz mannschaftlich funktioniert und jedes Spiel ist auch anders, das hatten wir in Mainz gesehen, man muss immer darauf reagieren und wenn wir das noch hinkriegen, dann werden wir irgendwann mal ganz oben stehen. Ich glaube, Helene Fischer läuft schon, von daher, ich muss schnell in die Kabine.